Los. So, wir sind heute bei Nordfranke und seiner lieben Frau und seinen lieben Kindern. Und wir wollten eigentlich rechtzeitig losfahren heute auf die Talsperre, auf die Wartetalsperre, oder? Wir wollten pünktlich losfahren. Mittlerweile haben wir 9:22 Uhr. Robert war bestens vorbereitet. Also da gab es nicht mehr viel zu tun. Seit 8 Uhr ungefähr schraubt er an seinem Trailer rum, dass wir jetzt um 9:30 Uhr losfahren können. Also eine perfekte Planung. Jetzt fährt er gerade vor uns mit seinem Boot. Familie ist im Auto. Jetzt scheint im Moment ja natürlich auch die Sonne. Das ist schön. Aber wir hoffen, dass wir rechtzeitig da auch hinkommen, denn auf dieser Wartetalsperre gibt es Fahrverbotszeiten. Und wenn mich nicht alles täuscht, entweder zwischen 12 und 15 oder 13 und 15. Wenn wir um 12 und 15 nicht fahren können und wir kommen um 12 an, haben wir genau noch von 15 bis 17 oder 18 Uhr Zeit, weil dann ist dunkel. Und da bin ich mal gespannt, was heute noch passieren wird. Und wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Gas geben. Später. Also, lieber Robert, dein Boot liegt ein bisschen schief auf dem Trailer. Also, ich würde mal sagen, der ist links ein bisschen höher als rechts, aber ansonsten sieht das alles sehr gut aus. Dafür, dass er das erste Mal mit dem Trailer fährt, fährt er so mal ganz schön zügig. Aber was soll passieren? Schon mal echt nicht schlecht aus, ne? Toll. Da hoffen wir natürlich, dass wir noch ein bisschen fahren. Das ist noch genug Zeit zum Fahren. Ne? Fliegt unten eine nice Schaumkerne. Der Wind pfeift ganz schön. Genau, das ist der Bereich, den ich auf der Karte gesehen habe, wo ich fahren darf. Das ist die Staumauer, oder? Na, hier wird Kohle gemacht. Das ist die Staumauer. Man kann leider nicht drüber gucken. Thank you.
Ja, mal gucken. Ja. Meine Pläne funktioniert. Oder nicht? Wieso? Ja. Das ist alles geändert und umgebaut. Weißt du, ob das so cool ist, wie ich mir das so gedacht habe? Ja, da kriege ich alles Kletter weg. Vielleicht ist der Spanngurt noch dran hängt, ne? Ja? Ist der Spanngurt noch dran? Ja, der muss ja schon wieder strecken. Ja, der muss ja strecken. Das ist wieder typisch Robert. Nach dem schlechten Start hörst du jetzt wirklich, machst du jetzt richtig gut. Alex, hast du schon zu viel gezogen? Was? Alex hat doch schon Parkticket. Ich soll jetzt hoch und da parken? Nee, was? Nee, natürlich was nicht. Das ist nee, ich hab. Geht doch schon. Da brauche ich noch 2 Euro. Ich hab nur noch einmal. 1 Euro reicht. Würde sein. Ja, hier ist zu viel. Wissen wir, was machen wir da vorne, wenn ich mit dem Boot dann da ranfahre, an diese Dings, dann kannst du da zusteigen. Oder du ziehst dir die Socken aus. Den Euro reicht? Martin, reicht der Euro? Nee, ich bin halt schon reich, das kann auch noch was. Nimm mal deine Jacke als Unterlage für die Kamera. Stopp, wir haben noch die Das kannst du machen. Das ist ein Stolz. Das ist ein Stolz. Das ist ein Stolz.